Hi, wir haben heute einen Gast in unserem Video, das ist der liebe Johannes. Johannes saß noch nie auf dem Pferd und das wollen wir heute ändern. Viel Spaß. Also deine erste Aufgabe wird sein, dieses Halfter irgendwie am Pferd an der Kira zu befestigen. Das okay. Kommt in ihren Kopf. Du kannst aber überlegen, wo oben und unten sein könnte. Ey, nicht mit dem Kopf nach unten, bleib oben. Ja, prima, braves Pferd. Fertig. Also, was würdest du mit der Schnalle machen? Ja, das hätte ich mir auch vorher überlegen können, dass es so nicht funktioniert. So, das wird hier zugemacht. Nee, nicht da. Hier. Und du bist auf einem sehr guten Weg, ja? Also das Pferd ist total ruhig. Ja, auf jeden Fall. Ich fummel da voll dran rum. Die denkt sich vermutlich, was ist das für ein Idiot? Aber er ist total gechillt. Das ist tatsächlich richtig. Yes. Ja. Voll gut. So. Also, die Frisur darf einfach weiterhin raushängen. Okay. So. Aber ansonsten perfekt. Highscore. Einzige ist noch, dass wir den Karabiner nicht so rum zumachen, sondern so rum, damit es nicht gegen den Pferdekopf drückt. Aber ah, verstehe. Das ist Feintuning. Beim nächsten Mal weiß ich das dann. Genau, jawohl. Kurz zum Führen mit dem, also dieses Seil hier, diese Leine, die nennt man Strick. Und wir wollen die immer nur falten und nicht so um die Hand wickeln. Weil wenn die jetzt sich mit 500 Kilo überlegt, dass sie da lang will und es hier zuzieht, dann bist du schnell mal deine Finger los. Die Pferde sind wirklich super, super lieb, die wir haben, aber es sind halt Fluchttiere. Und die haben andere Sinneswahrnehmungen und die reagieren auf andere Sinne, die wir vielleicht gar nicht wahrnehmen. Und wenn die dann halt wirklich mal losrennen, muss man sich immer überlegen, was ist jetzt das Worst-Case-Szenario und wie kann ich mich verhalten, dass mir da nichts passieren würde? Okay. Jawohl. Also ist das Pferd so, wie du dir das irgendwie vorgestellt hast? Oder hattest du das irgendwie anders? Ich hatte es mir einen Ticken kleiner vorgestellt. Aber ansonsten ist es genauso, wie ich es ja auch von den anderen Videos kenne. Also die Pferde haben diese Ringe, um die festzubinden, damit die nicht weglaufen können. Mhm. Und wir machen keinen normalen Doppelknoten oder sowas, sondern einen ganz bestimmten Knoten, der sich schnell lösen lässt. Damit, falls das Pferd jetzt hier angebunden ist und in Panik gerät, wir das schnell lösen können. Mhm. Und das ist schon richtig, wir machen das einmal hier durch. Also wir wollen aufpassen, dass wenn wir den Knoten machen, wir nicht irgendwie unsere Finger hier irgendwo reinstecken oder so. Falls die Kira mal dran zieht, dass mein Finger nicht kaputt geht. Dann mache ich jetzt hier eine Schlaufe. Mhm. Dadurch. Und dadurch. Ein bisschen dran ziehen. Ja, genau. Kannst die Schlaufe einfach ein bisschen. Dann mache ich wieder eine Schlaufe. Zieh es wieder durch. Genau. Und das Ende kannst du einfach durch. Und wenn du das jetzt so hier nach unten hängst, dann sieht es eben so ähnlich aus wie bei mir eben. Und das Ende, genau, das kann hier auch noch so durch. Und dann ist die Kira schon festgebunden. Noch ein Disclaimer für die Sicherheit. Das Gefährlichste, was ein Pferd tun kann, ist mit den Hinterbeinen auszutreten. Das kannte ich schon. Ja. Ich mache immer einen großen Bogen, wenn ich um mein Pferd von hinten herumlaufe. Genau, das ist auch richtig so. Also da haben die Pferde einfach die meiste Kraft drauf. Und wenn, also ich weiß nicht, du hast es bestimmt schon mal in einem Video gesehen oder so, wenn die so richtig austreten, da, wenn du sowas gegen den Kopf kriegst, das kann richtig, richtig kacke enden. Ich habe es noch nie erlebt, dass mein Pferd irgendwie so reagiert hätte, da auszutreten, wenn ich jetzt irgendwie hier bin oder sowas. Aber man weiß ja nie. Und deswegen, wenn ich jetzt hier hinten rumgehe, dann sorge ich irgendwie dafür, dass mein Pferd mich realisiert. Also das ist wie, wenn ich einen Schritt zurück will und ich mache kurz so bei dir, dass ich sage, ich will jetzt hier lang und dann brauche ich nicht irgendwie was sagen oder so. Wenn ich jetzt hinter dem Pferd lang gehen will, dann kann ich auch einfach kurz meine Hand hier drauflegen und da drum rumgehen. Dann spürt sie, dass ich da bin und das ist auch in Ordnung. Oder ich kann natürlich auch einfach immer Abstand halten. Das ist auch okay. Also wir können es jetzt entweder so machen, dass ich dir Putzzeug in die Hand gebe und du überlegst, was du damit machen willst. Oder ich sag dir, was du tun sollst und du überlegst dir, was du davon benutzen willst. Das klingt gut. Das klingt gut, okay. Hier sieht man, das Fell ist so mit Dreck so verklebt und hat so Schlammkrusten. Das wollen wir jetzt auflösen. Also das irgendwie... Mhm. Also eine Bürste oder so. Ja, genau. Irgendwas, womit du das...
hinkriegst. Grundsätzlich gibt es beim Putzen auch kein richtig und falsch. Hauptsache, es ist nicht irgendwie unangenehm für das Pferd und es wird halt sauber. Du kannst auch einmal alles ausräumen und dir mal alles angucken, was da so drin ist. Oh Gott, da sind so viele Bürsten. Ich habe gedacht, da wären jetzt zwei oder so. Ja, viele sind auch redundant. Also viele sind ähnlich und dann ist es so nach eigenem Belieben. Jeder kauft da irgendwie, was er am liebsten benutzt und wirft es da rein. Sowas kenne ich. Ja, das ist auch aus dem DM. Ich probiere mal das hier. Was ist hier? Da wurde sie getreten und hatte hier eine Wunde. Und damit ich die gut saubern konnte, habe ich das Fell gekürzt. Aber man sieht, es ist schon alles wieder gut nachgewachsen. Und im Moment wechselt sie von Winter zu Sommerfell. Und dann wächst das hier alles wieder mit nach. Deswegen verliert die jetzt auch gerade so viel Fell, weil die halt ihr Winterfell abwirft und dann Sommerfell rauswächst. Am besten kniest du dich auch nicht hin. Genau. Weil das ist wieder ein Sicherheitsaspekt. Wenn die jetzt einen Schritt auf dich zumacht, bist du sehr langsam in deiner Reaktionszeit, wenn du irgendwie sitzt oder kniest oder sowas. Deswegen hocken ist vollkommen in Ordnung und so. Das ist auch gar kein Problem, weil du einfach schnell aufstehen und einen Schritt zurück machen kannst oder so. Wie ist es hier bei Wirbeln? Da muss ich dann auch in Wirbelrichtung das machen, oder? Du kannst auch gegen die Fellrichtung putzen und es dann danach wieder glatt machen. Also wir wollen im Prinzip einfach nur letztendlich, dass das Pferd sauber ist und das Fell glatt und unverknotet ist. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Und zwar kannst du die Bürste säubern. Und zwar kannst du einfach hier das so. Ja, genau. Und wenn man das halt zwischendurch nicht sauber macht, dann fängt man an, das irgendwann nur noch zu verteilen. Und den kann man dann einfach auf den Boden ausklopfen. Grundsätzlich sind die Pferde natürlich so ein bisschen dreckig. Die legen sich hier auf den Boden und so. Ist jetzt nicht unser Anspruch, dass die jetzt sauber wird wie frisch aus der Badewanne. Aber das Fell soll halt nicht verklebt sein und vor allem soll auch kein Sand im Fell sein. Weil wenn wir dann den Sattel da drauflegen und es da draufsetzen und da ist Sand drunter, dann scheuert es natürlich. Achte auch darauf, dass du unterm Bauch auch bist, weil gerade der Gurt von unserem Sattel, der geht später hier unterm Bauch durch. Und deswegen soll auch gerade hier unten das Fell weich und glatt sein und eben nicht verklebt. Was ist das da unten? Das ist ganz interessant. Man nennt es Kastanie. Und das ist der Überrest vom Daumen eigentlich. Also die Pferde sind Zehengänger. Das Schulterblatt, also hier ist der Widerrist, das ist das Ende vom Schulterblatt. Das Schulterblatt kann man hier auch fühlen, das geht hier lang. Und dann haben wir hier den Ellenbogen. Also hier sozusagen schon den Ellenbogen. Das hier ist dann das Handgelenk. Das hier das Fingergelenk. Und im Huf hier innen drin ist nochmal ein Gelenk. Und das hier ist sozusagen noch die Zehe. Und das ist sozusagen der Überrest vom Daumen, weil wir, ne, der geht eben hier am Handgelenk entlang. Und kann ich da jetzt auch einfach drüber bürsten? Oder ist das irgendwie eine empfindliche Stelle für die? Wie viel Zeit lasst ihr euch so in der Regel fürs Bürsten? Kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. So Minimum, Maximum? Minimum 10 Minuten, Maximum eine Stunde. Also zum Beispiel, man sieht ja hier, der Schweif, der ist auch nicht so sauber, wie er sein könnte. Und den kann ich dann zum Beispiel auch mit warmem Wasser und Seife waschen und so. Und hier die Beine oder so, das mache ich, wenn es ganz schlimm ist, auch auf jeden Fall mit warmem Wasser und mit Seife. Und wenn man dann noch anfängt und die Mähne vielleicht noch schneidet und keine Ahnung, alles Mögliche, was man so machen kann, dann kann man da schon viel Zeit mit dem Putzen verbringen. Und wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann mache ich halt die wichtigsten Stellen. Also alles, wo der Sattel drauf liegt, alles, wo die Trense drauf liegt. Was ist die Trense? Das ist die Zäumung am Kopf, wo dann die Zügel, die Leinen dran kommen. Also wir nehmen dann sowas Ähnliches wie das, aber nochmal was anderes zum Reiten. So, siehst du jetzt noch irgendwas, was du noch bürsten würdest? Ja, also zum Beispiel hier ist noch verdrecktes Fell. Und du kannst auch eine kräftigere Bürste nehmen, wenn du jetzt mit der weichen Bürste da nicht so gut durchkommst, dann gibt es auch eine stärkere. Sehr vorbildlich. Eigentlich müsste man das immer tun. Ich benutze das Putzzeug ja nicht alleine. Ich habe auch noch Mädels, die mein Pony mitreiten und sich dafür bei mir an den laufenden Kosten so ein bisschen beteiligen. Wir benutzen alle dasselbe. Und wenn es dann schnell gehen muss, dann wirft dann man schnell die Bürste mal so in den Putzkasten, wie das da eben drin aussieht. Also sehr vorbildlich, dass du das jetzt erst sauber machst. Dann wollen wir jetzt die Hufe auskratzen von innen. Dafür kann man den Huf so hochnehmen. Und das wollen wir jetzt aus dem Huf rauskriegen. Du kannst ja mal gucken, ob du ein geeignetes Putzzeug dafür findest. Vielleicht hier mit diesem Haken. Mhm,
Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Das hier ist, hat eben auch so einen ähnlichen Haken. Und das ist aber wirklich, um die Hufe auszukratzen da. Und mit dieser Bürste kann man dann den groben Dreck auch noch. Das ist auch richtig aus Metall, während das andere aus Kunststoff war. Der Huf ist rund und im Moment erkennt man das noch nicht ganz so gut, aber hier ist so ein Dreieck. Ne? Ja. Dieses Dreieck wollen wir nicht mit dem Metallbürsten also putzen, sondern nur mit dem, weil das ist ein bisschen empfindlich. Da haben sie Gespür drin, hier außen eher kaum. Mhm. Also ich könnte jetzt hier so richtig reingehen, ja, und das so rausholen. Ja. Man kann ja jetzt erstmal sagen, so, warum soll ich das überhaupt sauber machen, weil also die läuft 3 Meter und es ist direkt wieder dreckig. Aber wir wollen vor allem den Mist daraus. Also Sand ist eigentlich kein Problem, weil der keine Bakterien oder so drin hat. Aber Mist ist natürlich super Nährboden für irgendwelche Bakterien. Und die können dann auch den Huf angreifen und es so ganz weich machen. Dann wird es so ein bisschen faulig. Deswegen ist es eben wichtig, dass wir den Mist da rausholen. Boah, Kira, wo bist du denn da reingetreten? Kriegt man das hier noch sauberer oder ist es jetzt schon hier vorne? Also man kann auch mal so ganz vorsichtig mit dem probieren. Mhm. Und da sieht man aber schon, also... Oh, da ist noch was rauszuholen. Aber auch nicht so viel, ne? Also das hier, das ist irgendwie fest am Huf, das ist einfach so ein bisschen Horn. Das ist einfach, wenn der Schmied frisch da war, dann schneidet er alles sauber aus und dann ist alles glatt. Und dann so über die Zeit franzt das alles so ein bisschen aus. Aber das ist jetzt schon, das ist okay so. Die Hufe zu greifen, macht man vorne und hinten unterschiedlich. Vorne haben die Pferde mehr Bewegungsspielraum mit dem Bein nach vorne auszuschlagen. Also, gib dir mal Kira. Ne, hier hin, so. Und hier nach hinten können sie das Bein hier eigentlich mehr oder weniger nur hier hoch anziehen zum Treten. Deswegen greifen wir den Huf mit dem Arm von der Seite, wo weniger Bewegungsspielraum ist. Also von hier. Und wir heben den Huf hier hoch. Und das Pferd hier nach oben ist eigentlich gar kein Bewegungsspielraum mehr, aber hier nach vorne schon noch. Und wenn das Pferd jetzt nach vorne austreten würde, könnte ich einfach loslassen und die kann da hinten hintreten und mir passiert nichts. Und jetzt bei den Hinterbeinen haben wir viel Bewegungsspielraum nach hinten raus und aber wenig hier vorne hoch. Ja? Wir ziehen das Bein jetzt auch schon hier möglichst weit hinten raus, dass sie nicht noch weiter treten kann. Ja. Ja. Genau. Aber wo stelle ich mich jetzt hin? Hier. Auch wieder seitlich, ne? Genau. Ja, und je weiter unten du den Huf hältst, desto besser hast du Gegendruck. Ja, merke ich. Dauert eine Weile, bis man damit fertig wird. Ich sag auch immer, putzen ist das beste Aufwärmprogramm. Das hast du schon gesagt, ja. Okay, das Wichtigste haben wir jetzt geputzt. Jetzt können wir hier aufwägen, was wir alles aus dem Pferd rausgeholt haben. Dafür haben wir hier Besen. Genau, alles im Prinzip einfach reinkehren und dann in die Schubkarre ausleeren. Genau, jetzt können wir aufräumen und dann Sattel und Trense holen. Das kannst du da unten wieder reinstellen. Der ist sogar noch mit Winterplüsch. Lass den mal noch offen und schüttel mal so. Also. Wow, das ist schon mal ganz gut, oder? Ja. Sitzt der, also der soll hier hinten wirklich bis runter und über die Ohren so gehen. Sieht gut aus, oder? Prima, super. Passt. Dann kriegst du einen Sattel. Kannst unten drunter greifen. Wir haben einen passenden Helm für den Johannes gefunden und es ist wirklich ganz wichtig, dass er nicht wackelt oder locker ist oder drückt oder zu eng ist, weil ein passender Helm ist ganz, ganz wichtig. Ohne würde ich den Johannes auch nicht aufs Pferd lassen. Das ist dieser Gurt, der letztendlich von unten um den Bauch kommen soll. Aha. Weil mein Pferd so lieb ist, lege ich den immer einfach schon mal da drauf. Und also wenn der jetzt mal runterfällt, ist halt auch nicht so schlimm. Genau, und dann mit Satteldecke und allem drum und dran greifen. Und jetzt hast du den einmal falsch rum. Jetzt musst du den einmal umgreifen. Oh, ich war mal so sicher, dass das richtig rum war. Und jetzt, ich gehe auf die andere Seite, du bleibst hier. Hoch und runter. Sehr gut. Also wir nehmen den Gurt. Und der kommt hier durch, um die Satteldecke zu fixieren. Und man hat jetzt die Wahl von mehreren Schnallen. Wir nehmen die erste und die dritte. Das ist beeinflusst ein bisschen, wie der Sattel liegt.
Also darüber kann man nochmal den Sattel sozusagen anpassen. Wir nehmen die hier für die vordere. Erstmal das erste. Wir machen es immer erstmal locker, damit es dem Pferd auf keinen Fall unangenehm ist, weil natürlich ist es jetzt fürs Pferd vielleicht auch erstmal nicht das Coolste, so einen Sattel um seinen Bauch zu kriegen. Und wir wollen es dem nicht unnötig unangenehm machen. Also dafür braucht man auf jeden Fall Kraft und Fingerspitzengefühl. Das ist beim Reiten häufig so, weil mit Kraft alleine kommt man gegen so ein 500 Kilo Muskelprotzen halt nicht an. Wir haben jetzt hier zwei verschiedene Arten der Zäumung. Die haben verschiedene Vor- und Nachteile. Wir fangen mit dem hier an. Der Hauptunterschied ist, dass da kein Mundstück dran ist. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, aber es liegt später dem Pferd im Maul. Und darüber sind Leinen befestigt. Die sind jetzt gerade noch nicht dran, die mache ich dann gleich dran. Und darüber kannst du das Pferd dirigieren. Das hier liegt mehr so wie dieses Hälfte, einfach nur um die Nase rum. Und unten sind die befestigt. Mein Pferd hat mit beiden verschiedenen Zäumungen verschiedene Konditionierungen beigebracht bekommen. Und die hier ist fürs Verständnis für dich erstmal einfacher und du kannst weniger falsch machen. Die weiß, jetzt kommt gleich was um ihre Nase, deswegen macht sie noch mal den Mund auf, solange es noch geht. Es geht ja hier durch die Kehle, deswegen gucken wir, dass hier schon noch eine Faust dazwischen passt. Und dann machen wir ein D. Ne, ein D. Und das Ende kommt nach hinten durch, dann ist es weg vom Auge. Und zwar ist es ein sogenanntes Knotenhalfter, das heißt, diese Seile liegen hier bei dem Pferd und hier sind diese Knoten. Hier haben wir zwei Knoten und hier haben wir zwei Knoten. Hier haben wir noch einen Knoten und hier. Und vor allem diese beiden Knoten liegen in Stellen des Gesichts, wo Nerven verlaufen. Ja, also das hier sind empfindliche Punkte im Gesicht. Deswegen ist das kein Halfter, womit ich ein Pferd anbinden kann. Weil wenn sie sich erschreckt und daran reißt, dann tut es weh. Dieses Halfter ist ja ganz weich gepolstert und verteilt den Druck schön und so. Und dieses hier ist, wenn wir jetzt mit dem Pferd arbeiten wollen und dem Signale geben wollen, dann können wir hiermit viel, viel feiner arbeiten, als wenn der Druck komplett über den ganzen Nasenrücken verteilt wird. So, also ich habe jetzt das Pferd, also die Kira, gebürstet, ich habe die Hufe sauber gemacht, wir haben den Helm ausgesucht und den Sattel drauf gemacht. Das heißt, dann kann ich jetzt drauf. Jawohl, das seht ihr im nächsten Video. Und für heute sagen wir Ciao, Ciao for now.